Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare mit mir, Alewachen 92 auf der Map Piccadilly und wir sind mal als MP5-Spieler unterwegs. Ich hab's in den letzten beiden Folgen vergessen. Und zwar, ja, Call of Duty ist natürlich jetzt erstmal so die Herrschaft auf meinem Kanal, 14:30, ja. Ist ja seit letzte Woche Freitag am Start. Ich weiß, das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt, es euch anzusagen. Nochmal so als kleine Information. 14:30, 15:30, beides einmal Singleplayer, Multiplayer am Start. Und ja, Gears of War 5 ist ja fertig. Und deswegen haben wir jetzt natürlich auch kein 16:30 Projekt mehr. Das wird auch erstmal nicht mehr so schnell dazu kommen. Wenn COD Singleplayer durch ist, wird ein oder anderen Tag frei sein. Also dann wird es halt nur Multiplayer geben. Warum? Ganz einfach, weil da dann ganz einfach Dingens läuft. Also beziehungsweise 2-3 Tage vor dem Release von Sniper Ghost Warrior Contracts heißt es. Ja, läuft COD MW 2019. Muss ich mir erstmal überlegen, ob was für eine Zahl dahinter kommt. Der Singleplayer aus. Und da werde ich das dann wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Multiplayer-Projekt überbrücken. Aber mal schauen, wie ich es halt regel. Oh, wir wurden anvisiert. Mann, Alter, was die hier die ganze Zeit mit dem MG umher. Oh, Alter, er hängt da schon hier umher. Aber von daher wird es halt schon irgendwie funktionieren. Ich bin mal gespannt, wie Sniper Ghost Warrior Contracts ist. Ich bin halt echt gespannt, wie es wird. Und was da denn so am Start ist. Da soll ja eine etwas andere Singleplayer-Story denn am Start sein. Mehr so auf Kopfgeld und dann nochmal ein bisschen freier. Man soll denn zwar wohl nicht mehr so eine extreme Open World haben, aber man soll ja trotzdem noch irgendwie was machen können. Verstanden. Jaguar 3.0 unterwegs für persönliche Radarüberwachung. Na, Kruzifix, Mann. Er hat's halt gerochen. Das ist natürlich unlucky. Und das wird dann halt da natürlich weitergehen. Und dann, ja, wird's auch endlich mal meine vorproduzierten Let's Plays geben. Und da kann ich jetzt auch schon mal spoilern für die paar Leute, die hier den Multiplayer gucken. Es wird einmal Command & Conquer Red Alert 2 Yuris Rache sein. Und zwar mit der, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt reingucken, welches ich als erstes aufnehmen, welches ich als erstes Projekt da hatte. Auf jeden Fall, ich sag mal, ich glaube mit der Sowjets fange ich an. Dann als Zwischenprojekt gibt's Sniper Elite 3. Um halt die komplett. Mann, Alter, er kämpft halt da die ganze Zeit, Mann. Was ist denn los mit dem? Guckt ihn euch an. Als Zwischenprojekt gibt's dann Sniper Elite 3, auch schon komplett fertig aufgenommen. Und dann gibt's halt Allianz oder so. Und ich weiß nicht, was ich als zweites da gemacht habe. Oder welches halt wie ich das da aufgebaut geplant hatte. So, das ist auf jeden Fall der Plan nach Sniper Ghost Royal Contracts. Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Shoutout bekommen. So eine kleine Information, Projektübersicht. Übers Anfang nächsten Jahres. Weil dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts bezweifle ich, dass man da noch irgendwas in der Richtung machen kann. Aber von daher alles ganz, ganz entspannt. Und ich bin mal gespannt, wie die ganzen Projekte dann ankommen. Ich hoffe mal gut, weil es sind halt gute Projekte. Klar, jetzt vielleicht nicht so instant auf den Anfang, weil meine Projekte oder viele der Projekte, die ich mache, sind dann halt so eine Projekte, die halt über Langzeit halt kommen. So wie ein Command & Conquer oder sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, gut. Alte Spiele kommen interessanterweise doch dann eher an oder schneller bei mir an. Als halt neue Spiele. Das hat vielleicht was so mit meinem Kanal zu tun, weil ich spreche halt nicht diese Jugend an, die ganzen Fortnite-Spieler. Sondern halt so halt die etwas ältere Generation. Daher bin ich da dann doch mal gespannt,
was das denn da noch so bringen wird. Aber ich muss sagen, ich spiele es ja jetzt schon ein bisschen länger am Stück. Gerade das COD, es macht halt wie gesagt Laune. Aber das Gekämpfe geht mir halt immer noch sehr auf den Sack. Aber das kann man halt nun mal nicht ändern. Battlefield 5 wird es natürlich auch geben, nochmal als Multiplayer. Eine Folge War Thunder, also einmal Panzer fahren. Wir haben nur noch 3 Gegner, das ist natürlich auch sehr suboptimal. So dass ich da dann halt nochmal dementsprechend meine 10 Parts habe, oder 10 Episoden sind es ja in dem Fall. Und dann wird sich auch War Thunder erstmal verabschieden, genauso wie Black Squad oder halt Call of Duty Black Ops 2. Da brauche ich aber immer noch ein Thema. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, was man da mal so 10 Minuten drüber quatschen kann, 3 Themen oder vielleicht auch ein paar mehr Themen wären auf jeden Fall optimal. Dass ich da auch die letzten drei Black Ops Parts da fertig machen kann. Dass da die Leute hier halt raus, ja, Rage quitten, das ist halt auch typisch COD. Ich verstehe halt nicht, was es halt bringt. Einfach zu Rage quitten. Klar, würde ich auch ganz gerne machen, wenn du halt irgendwelche komischen Leute mit drin hast, aber bringt doch im Endeffekt nichts. So, aber vielleicht haben wir jetzt ja mal die Möglichkeit, wenn wir noch ein paar Kills machen in der Zeit, mal endlich mal an den Heli oder sowas zu kriegen an Killstreak. Oh, das war meiner. Ja doch, ich achte drauf. Der ist doch hier hochgelaufen. Ah, der hat... Ja, damit... ich denke mal nicht, dass das hier... Dass ich hier noch großartig was kriege. Ah, oder doch? 3 Kills brauche ich noch. Verlieren Charlie nicht. Also ich bin gerade echt vorsichtig. Ich habe ja schon mal... Achso, das bin ich, den Piepser. Ganz knapp vorm Dingens. Vor dem Heli-Schützen da, oder keine Ahnung, was das ist, gescheitert. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Bezweifle ich zwar. Ja, nein! Oh, das wäre so geil gewesen. Das wäre so ein geiler Turn-on gewesen. Wenn ich den getroffen hätte. Naja, gut, egal. Ne, nichtsdestotrotz, gibt noch sehr, sehr viel. Ich habe noch. Das ein oder andere Spiel auf dem Schirm. Ein 4-2, also First Encounter Assault Raccoon. Es ist schon lange, lange, lange überfällig. Also so ein kleiner Horror-Shooter wird dann auch mal endlich mal bei mir auf dem Kanal kommen. Das ist meine. Ich werde trotzdem anvisiert. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall irgendwann dann mal nächstes Jahr dann kommen. Wahrscheinlich dann direkt nach dem zweiten C&C Red Alert. Nach der Fraktion, einen habe ich noch bekommen. Gut, dass wir hinterher nicht glauben sind. Unlucky. Und ja. Ein Paraworld. Ja, da muss ich sehen, wie lange ich da brauche. Ein Paraworld, auch ein Strategiespiel. Sehr, sehr unbekannt. Da spielt man... Ah, shit. Kommen sie von zwei Seiten. Da spielt man so eine Uhrzeit. Ja, doch, so eine Uhrzeit. Und ja. Da gibt's dann halt keinen Panzer oder sonst irgendwas. Nein, da gibt's dann... Dinosaurier mit Kanonen und sowas. Wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Ein IGI 2 wird es denn geben. Da habe ich ja schon Teil 1 gemacht. Und also einen ganzen Kram. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, hoffe, es hat euch gefallen. Schöner 4K nochmal, auch wenn die Gegner noch mitgespielt haben. 15 Nacht. Auch am Start. Klar, hat so ein bisschen auch mit denen an den Gegner gelegen. Nichtsdestotrotz, würde ich sagen. Hoffe, es hat euch gefallen. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.